Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es wird so langsam etwas heller. Wir befinden uns immer noch in Karkstein und wir müssen erstmal ein bisschen hier hoch zur Sternenwarte zurück. Da wartet ja Titus auf uns. Hat man uns in der letzten Folge gesagt. Was sehen meine müden Ohren denn da? Platinflötz. Platinflötz ist immer gut und immer wichtig. Hier steht er. Ich wollte gerade schon reingehen. Ah, ich merke schon, dass meine Nachricht euch erreicht hat. Nee. Seid ihr auf euren Reisen zufällig Kelmen begegnet? Die Diebin berichtete von einer magischen Störung um Himmelsgriff. Kelmen hat sich auf die Suche nach einer alten Kollegin aus der Magiergilde gemacht, die in der Gegend arbeitet. Bisher ist er noch nicht zurückgekehrt. Nein, ich habe Kelmen seit den Geschehnissen im unteren Karkstein nicht mehr gesehen. Ihr Göttlichen. Falls Kelmen und seine Magierin sich im Drachenstern volllaufen lassen. Tja, da kann man nichts machen. Und ich kann nicht länger warten. Die Diebin bereitet ein Ritual vor, um die Ursache der Störung zu finden. Aber wir brauchen noch einen weiteren Mitwirkenden. Dabei kann ich helfen. Und wieder bietet ihr Hilfe an, ehe ich überhaupt darum bitten kann. Vielen Dank. Trefft mich in den heulenden Grabkammern im Norden. Die uralten Nedier werden uns jedoch als Eindringlinge betrachten. Seid also auf der Hut. Vielleicht treffen wir unterwegs sogar Kelmen. Ich werde euch in den heulenden Grabkammern treffen. Die Diebin muss das Ritual an einem bestimmten Ort in den heulenden Grabkammern durchführen. Geht nach Norden und folgt dem Pfad in die Hügel zu jener Höhle, die wir suchen. Bleibt bloß wachsam. Untote Nedier patrouillieren an diesem Ort. Und sie mögen keine Besucher. Weder Lebende noch Tote. Was habt ihr so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ihr meint, abgesehen davon, dass ich der Diebin gegen Kultisten vom Schuppenhof und Grobiane von den Eisenorks geholfen habe? Nicht viel. Ich habe Kelmen begleitet und so viel wie möglich über dieses Zeitalter in Erfahrung gebracht. Und immer, wenn sich die Gelegenheit bietet, versuche ich, einen Weg in meine eigene Zeit zurückzufinden. Ihr wollt in eure eigene Zeit zurückkehren? Würdet ihr das nicht? Ich vermisse die vertrauten Anblicke und Geräusche. Die Leute, die ich kenne und liebe. Die Orte. Die mir etwas bedeuten. Diese Zeit ist nicht meine Zeit. Aber ihr wollt nicht die Beschwerden eines alten Soldaten hören. Wir haben Arbeit vor uns. Erzählt mir von dieser magischen Störung, die die Diebin bemerkt hat. Ich verstehe nicht alle kleinen Feinheiten der Magie, aber sie schien sich wirklich Sorgen zu machen. Es hatte etwas mit ätherischen Energien zu tun. Soweit ich mich erinnern kann, erwähnte sie das des Öfteren. Doch ansonsten weiß ich einfach nur, dass diese Störung schlimm war. Hat es irgendwas mit der Schlange zu tun? Stammt nicht jeder üble Hauch, der durch Karkstein weht, aus dem verräterischen Maul der Schlange? Ich hatte den Eindruck, dass die Diebin von einer Beteiligung des Schuppenhofs ausging. Aber sie hat uns nie in die Details eingeweiht. Ihr habt also keine Ahnung, mit was für einer Störung wir es zu tun haben? Natürlich habe ich das. Es ist eine schlimme, magische Störung. Warum stellt ihr mir all diese törichten Fragen? Lasst uns zu den heulenden Grabkammern aufbrechen. Dann könnt ihr die Diebin mit all den Dingen belästigen, die ihr wissen müsst. Das heißt, er hat keine Ahnung. Mit wem wollte sich Kelmen noch gleich treffen? Als die Diebin erwähnte, dass eine Störung von den Ruinen in Himmelsgriff ausgeht, schien das eine Erinnerung bei Kelmen auszulösen. Er behauptete, eine Kollegin aus seinen Tagen bei der Magiergilde würde in der Gegend arbeiten. Hat Kelmen einen Namen erwähnt? Nein. Wo ich jetzt so darüber nachdenke, blieb er recht vage. Ich hatte den Eindruck, es geht um jemanden, dem er in der Vergangenheit nahe stand. Aber mehr kann ich nicht sagen. Er schnappte sich sein Bündel, sagte, er wäre bald wieder zurück und zog los, um seine geheimnisvolle Freundin zu finden. Könnte diese Freundin irgendwie an der magischen Störung beteiligt gewesen sein? Soweit ich Kelmens Hintergrund kenne, schätze ich, dass das durchaus möglich ist. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht schon wieder in irgendwelchen Ärger hineingeraten ist. Nun, daran können wir wohl jetzt nichts mehr ändern. Ziehen wir los, um die Diebin zu treffen und zu erfahren, was sie herausfinden kann. So, die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir jetzt hin? Ah, jo, ganz oben. Da haben wir auf jeden Fall auch schon mal einen Wegschrein. Das ist gut. Nicht so gut ist, dass ich gerade in die falsche Richtung gelaufen bin. Und dann können wir uns nämlich dahin teleportieren. Vorher nehmen wir nochmal schnell das Drachendorn mit. Ja.
Wenn ich schon nur das Nötigste mache, wenn ich aufnehme, dann könnt ihr euch ungefähr denken, wie das dann bei mir abläuft, wenn ich nicht aufnehme. Ach ja, das ist immer wieder ein Genuss, immer wieder stehen zu bleiben. Und immer wieder irgendwelche Sachen einzusammeln. So, wir müssen hier oben durch. Ja. Und da in der Nähe von dem Boss, wo wir eben waren, ins Verlies rein. Das ist höher, da steht's auch. Ah ja, da kommen wir rum, okay. Da ist es. So, daran kann ich mich zumindest um die optisch Ecke noch auf der erinnern. Linken gibt es eine Tür. Sie sollte uns zum Heiligtum der Weitsicht führen. Mhm. Das ist die da hinten, ja. Moment. Da können wir aber doch hin. Also ich weiß, dass das hier sehr verworren war und dass man nicht so gut überall rankam. Folgt dem Fluss rechts. Er fließt unmittelbar am Eingang des Heiligtums vorbei. Okay. Da hinten müssen wir hin. Also ich weiß, dass es sehr kompliziert war, die Scherbe zu kriegen. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Wartet einen Moment, Herrin. Lasst mich euch unterstützen. Okay. Entzündet die Feuer auf den 6 Podesten. Die Flammen werden nicht lange brennen, also beeilt euch. Na gut. Machen wir. Ich hoffe, es reicht wirklich, wenn wir die anzünden. Ja, scheint aber zu reichen. Nicht, dass wir die jetzt in einer speziellen Reihenfolge machen müssen. Da das Ritual der Weitsicht abgeschlossen wurde, kann ich nun die Ursache der magischen Störung aufspüren. Helmen, könnt ihr immer noch diesen Trick mit den toten Käfern? Den mochte ich am liebsten. Der liebe Kelmen ist hier, um uns aufzuhalten, Kleinblatt, und nicht, um zu deinem Amüsement kleine Tricks vorzuführen. Er fürchtet die Macht, über die ich als erhabene Viper gebieten werde. Das ist Wahnsinn, Cassiopeia. Was denkt ihr euch dabei? Kein Sterblicher kann die Macht eines Sternbilds in sich aufnehmen. Euch mangelte es schon immer an Ehrgeiz, Kelmen, und an einer Vision. Ich werde der Schlange ebenbürtig sein. Wenn ich über die Macht einer himmlischen verfüge, kann ich diese Welt zu einem besseren Ort machen. Indem ihr Belka zerstört, wie wird dadurch die Welt zu einem besseren Ort? Kleinblatt, ihr unterstützt Cassiopeias verrückten Traum sicher nicht, oder? Das reicht, alter Säufer. Belkhardt steht für alles, was mit diesem Zeitalter nicht stimmt. Sobald ich es zerstört habe, kann ich damit beginnen, eine neue und bessere Welt zu erschaffen. Nein, Cassiopeia, ich werde euch das nicht tun lassen. Nicht Cassiopeia, mein lieber Kelmen. Ich bin die erhabene Viper. Kelmen! Nein! Die erhabene Viper. Die giftige Anführerin des Schuppenhofs hat den armen Kelmen ohne Zögern oder Gnade getötet. Ich weiß, wo sie zu finden ist. In den Kavernen von Lothnar. Ich habe Regentin Cassiopeia und Kleinblatt getroffen. Tatsächlich? Und sie sind noch am Leben? Warum habt ihr sie nicht vernichtet, als ihr die Chance dazu hattet? Sie brauchten Hilfe. Sie sagten, sie würden gegen die Schlange und den Schuppenhof kämpfen. Gegen die Schlange kämpfen? Diese Cassiopeia will die Schlange ersetzen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ist euch etwas aufgefallen? Hat Cassiopeia irgendwelche ungewöhnlichen Komponenten gesammelt? Sie hat etwas bei den Mantikoren und den gepanzerten Trollen eingesammelt. Und etwas von diesen Nirnkrux. Nirnkrux? Ich fürchte, Cassiopeia könnte ein Geheimnis entdeckt haben, von dem ich annahm, es wäre mit den alten Nidiern verloren gegangen. Die Bedrohung, die sie darstellt, ist weitaus größer, als ich erwartet hatte. Wir müssen zu den Kavernen von Lothnar eilen. Ist Kelmen wirklich tot? Er hat versucht, Regentin Cassiopeia auf eigene Faust aufzuhalten. Sie war zu mächtig für ihn. Ich hoffe nur, der arme Kelmen hat endlich Frieden gefunden.
Warum setzte Kelm Cassipia alleine nach? Da kann ich nur spekulieren. Es ist offensichtlich, dass sie einander noch aus Kelmens Tagen bei der Magiergilde kannten. Ich glaube, er erkannte ihre Handschrift in dieser Sache und zog los, um sie von ihrem irren Plan abzubringen. Leider weigerte sie sich, davon abzulassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich begreife, was wir gerade gesehen haben. Diese Regentin Cassipia, die Anführerin des Schuppenhofs, sie hat vor, sich irgendwie die Macht eines Himmlischen anzueignen, um der Schlange ebenbürtig zu werden. Sie hat sich für vieles zu verantworten, nicht zuletzt für den Mord an Kelmen Locke. Und ist es schlecht, wenn man sich die Macht eines Himmlischen aneignet? Wenn man wie Regentin Cassipia ist, dann ja. Sehr schlecht. Cassipia räumt unumwunden ein, die Welt neu erschaffen zu wollen. Wir dürfen das nicht zulassen. Kann Cassipia der Schlange wirklich ebenbürtig werden? Es sind schon seltsamere Dinge geschehen. Als einer der himmlischen Wächter ist es meine Aufgabe, mich der Schlange und ihren Dienern entgegenzustellen. Diese Cassipia scheint die schlimmste von ihnen zu sein. Wir müssen zu den Kavernen von Lothnar und sie aufhalten. So, zu den Kavernen. Das heißt, dass wir jetzt hier wieder raus müssen, oder was? Ja, scheint so. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Schmeckt unseren Stahl. Jungs, so haben wir nicht gewettet. Auf dem Hinweg wart ihr auch nicht da. Dann braucht ihr auf dem Rückweg jetzt auch nicht zu kommen. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will doch nur durch die Tür. Ich wollte schon Ruhe sagen. Stirb. So. Basti, kümmere dich drum, damit ich raus kann. So. Ja, wir müssen tatsächlich raus. Es kann aber sein, dass wir später nochmal hier reinkommen. Ich bin mir nicht sicher, weil mir kommt das auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich würde jetzt wirklich sagen, damit das nicht zu lange dauert mit der Hauptgeschichte, werden wir jetzt erstmal nicht... Wenn wir jetzt erstmal nicht gucken, dass wir die Dings holen hier. Die Scherbe, das mache ich dann später. Ach, hier oben müssen wir hin. Da können wir hinreiten. Oh, wenn ich nicht überall abstürze, heißt das. So. Ja, komm, wir sind den Karkstein. Das holen wir nochmal eben schnell mit. Wobei ich nicht mehr genau weiß, warum man den Karkstein eigentlich die Runensteine holen sollte. Ich bin mir... Ach, rechts war jetzt auch noch einer. Egal. Ich bin mir relativ sicher, dass das wegen den Kutas war. Aber die kann man ja auch noch auf anderem Wege bekommen. Deswegen wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn ich die jetzt stehen lassen würde. Wir müssen jetzt aber nicht durch den Boss durchreiten, oder? Ne, der ist hier unten rechts, glaube ich. Ja, ja, kommen wir dran vorbei, okay. Sah jetzt gerade nur irgendwie ein bisschen seltsam aus. So, dann noch über die Brücke. Und dann vermutlich da hoch, nehme ich mal an. Mich oben auf der Anhöhe. Wir müssen einen Weg finden, um zu dieser Möchtegern-Himmlischen zu gelangen, ehe sie sich verwandelt. Okay, Bastian. Machen wir. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich nicht... Wann wäre denn jetzt her? Wollte ich jetzt eigentlich nicht angreifen, aber irgendwie... ich weiß es nicht. Hier liegt auch wieder überall Nirnkrugs rum. Sauerei. Ja, wobei die mir sowieso wahrscheinlich nachgestellt hätten, wenn ich jetzt da hinten gucke, wegen der Scherbe. Und die geht einfach weiter. Dann lassen wir die. Dann beachten wir die gar nicht erst. So, einmal hier hoch. Dann können wir uns auch die Scherbe direkt mitnehmen. Frage ist jetzt, da unten müsste theoretisch der Boss sein. Ja, da müssen wir ja sowieso... hin oder müssen wir nach oben? Ich bin mir gerade nicht so sicher.
Steht denn da höher? Aber so kommen wir nicht höher. Wir müssen sowieso unten rum und dann höher gehen wahrscheinlich, ne? Hm. Schauen wir mal. Guten Tag. Kann man den hier irgendwo... Jetzt laufe ich doch eigentlich wieder runter, oder nicht? Ne, hier können wir hoch. Ah, ja genau. Da war, glaube ich, auch der Boss drin. Das ist richtig. Das dürftest du dann wahrscheinlich sein. Was? Das was? Irgendwas mit außen soll ich aktivieren. Ich weiß aber nicht was. Achso, da. Auslöser, um die Brücke zu erschaffen. Auslöser, achso. Wo kommt ihr denn jetzt her? Hau ab. Ich bin gerade beschäftigt. Merkt ihr das nicht? So. Wäre nur schön, wenn ich die auch aktivieren dürfte. So. Frage ist, muss das in der richtigen Reihenfolge sein? Hat sie jetzt nicht gesagt, also denke ich mal eher nicht, oder? Nö. Aber es sieht cool aus. Okay. Wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir die Sachen schnell mit und rein. Da bin ich. Regentin Cassipia, ihr dürft diesen gefährlichen Weg nicht fortsetzen. Nein, ihr versteht das nicht. Lasst uns in Frieden und alles kommt in Ordnung. Nein, tun wir nicht. Wir müssen... Das ist Kleinblatt. Ach so. Der Tag wird unser sein. Ja, da müssen wir Kleinblatt wohl umsetzen. Kassi nicht wehtun. Das wirst du auch nicht mehr. Hallo, wo ist die Viper? Nein, nicht Kleinblatt. Na? Komm zurück zu mir, Kleinblatt. Ich bin die erhabene Viper. Nein, ich wollte doch nur alles besser machen. Mhm. Was denn? Sagt sie nichts mehr? Na gut. Regentin Cassipia greift nach einer Macht, die sie nicht erhalten darf. Wir haben Regentin Cassipia davon abgehalten, zur erhabenen Viper zu werden. Und das haben wir. Der Tod von Cassipia und Kleinblatt ist bedauerlich. Doch das war leider ein notwendiges Übel, um Karkstein zu retten. Ihr habt den himmlischen Wächtern einen weiteren großen Dienst erwiesen. Dafür habt ihr meine Dankbarkeit. Ja, und wir haben eine nirngestimmte Kassette erhalten. Das klingt jetzt sehr, sehr interessant. Deswegen öffnen wir die jetzt auch mal ganz schnell. Ich nehme erstmal das noch und dann... Und wir haben einen vorbildlichen nirngeschliffenen Heilstab erhalten. Sehr schön, den habe ich mit diesem Char noch nicht analysiert. Ich weiß nicht, ob da immer ein Heilstab rauskommt oder ob da auch schon mal was anderes rauskommen kann. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich sehe jetzt gerade so spontan niemanden, der mich jetzt mit einer neuen Quest überfällt. Ich schaue mal eben kurz draußen nach. Ah. Der himmlische Krieger ist aufgetaucht. Und das wäre dann meine neue Quest. Sehr schön. Dann wisst ihr zumindest, wo ihr dann die nächste Quest herbekommt. Ihr habt Konstabler Pascal zur Rechenschaft gezogen, nicht wahr? Ja. Dieser arme Kerl. Darf ich jetzt noch abmoderieren? Vielen Dank. Ja, den himmlischen Krieger schauen wir uns dann in der nächsten Folge in Ruhe an. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.